Hallo und herzlich willkommen zurück zu Murder Soul Suspect. Letzte Folge sind wir gestorben, abgeknallt, eiskalt, vom Fenster runtergefallen. Wo sind wir denn überhaupt rausgestürzt? Ach, von da ganz oben. Genau. Und der Typ mit der Kapuze ist abgehauen. Und da war noch ein Geistermädchen. Die hat uns ein bisschen erklärt, wie es hier in der Geisterwelt zugeht. Wer die letzte Folge verpasst hat, sollte die letzte unbedingt ansehen. Dann sehen wir auch dieses Teil hier an. Wir müssen jetzt 8 Overkill. Wir sollen hier 8 Hinweise finden und die finden wir jetzt. Die Glasscherben. In Stücken. Ha! Das habe ich mit einem Auge erkannt, dass das in Stücken waren. Warte mal. Patronenhülsen. Und? Den eigenen Kugeln getötet. Mit den eigenen Kugeln? Nein, kann nicht sein. Das war der Mörder. Also das heißt, dass die Kugeln kommen von der Waffe Nummer 3, die da drüben liegt. Wir gucken uns nochmal den Hinweis an, mit der Pistole. Meine Ersatzwaffe. Wo ist da meine Hauptwaffe gewesen? Oder hatte ich nur die Ersatzwaffe dabei? Das ist die Frage. Das ist meine Kippe. Letzte Zigarette. Oh, die Zigarette davor. Diesmal davor, aber nicht danach. Was war das? Okay. Besitz ergreifen. Gedanken lesen. Wir Cops müssen die Leute beruhigen. Das Spiel ist echt cool. Das Spiel ist echt cool. Mann, Ronan. Ich kann's mir gar nicht ansehen. Das ist eigentlich cool. Du kannst die dick... Ich... Cops müssen die Leute beruhigen. Ja. Und ich muss euch stalken. Wir gehen jetzt mal... in den Körper. Kaum zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Ach, ehrlich... Ja, aber du standst direkt daneben, hast auch die Leiche angefasst. Zu glauben, dass da eine Leiche liegt. Okay. Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Kann's kaum erwarten, nach Boston zu kommen. Tja, aber ich bin gestorben. Warum sind die Cops so schweigsam? Wissen Sie nicht, dass die Presse Ihnen helfen kann? Warum muss ich eine Reportage in so einem Kaff machen? Okay. Sie sagt immer das Gleiche. Lesen wir uns da mal durch, was der zu sagen hat. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Ich könnte nie ihren Job machen. Unglaublich. Als ob sie einfach einen Schalter umlegt. Ah, wir können ja hier durch die Autos laufen. Ey, ich kann durch Auto laufen. Spähen. Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigsten Informationen auswählst. Also. Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen. Mieter vermisst Cassandra Joy. Einzige Waffe am Tatort gehörten Ronan. Was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Mieter vermisst. Vermisste Mieter müssen in der Wohnung gelebt haben, aus der ich geworfen wurde. Aha. Was stand da? Keine Waffen. Also haben sie keine anderen Waffen am Tatort gefunden. Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Der nächste Hinweis. Ups. Ja, die Mordwaffe ist die hier, ja, natürlich.
Und wir haben das jetzt rausgefunden. Und jetzt gucken wir mal, was die anderen Körper. Wenn ich sie nur beruhigen kann, kommt ihre Erinnerung bestimmt zurück. Okay, sei geduldig mit ihr. Sie ist aufgebracht. Sie ist solche Anblicke nicht gewohnt. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Körper. So, was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Was könnte sie dazu bringen? Die Glasscherben. Ich tippe mal auf die Glasscherben, mal schauen, ob das stimmt. Zerbrochenes Glas des Fensters, aus dem ich geworfen wurde. Welches ist der wichtigste Hinweis? Nein. Ich kann nicht glauben, dass ich mich damit beschäftigen muss. Gut, das war der falsche Hinweis. Was ist das? Mordwaffen. Okay. Vielleicht muss ich erstmal mehr in Erfahrung bringen mit Hinweisen. Belauschen. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Ja. Krass. Ronan, unfassbar. Wir beobachten euch. Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam. Du weißt, sieben in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Kopf. Hm, wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Wie undankbar er ist. Mal sehen wir, was wir für Kollegen haben. Undankbare Arschgeigen. Beeinflussen, aha. Ah ne, den kann man nicht beeinflussen, aber hier. Gedanken lesen. Ist wahrscheinlich längst im Internet gelandet. Denkst du? Der Mörder kommt doch nicht zum Tatort zurück, oder? Nein, warum sollte er denn zurückkommen? Gut, Gedanken lesen. Das ist unmöglich. Aber da ist es, direkt vor meinen Augen. Gut, der kann uns auch nicht weiterhelfen. Irgendwas muss doch hier sein. Hier gibt es bestimmt noch Hinweise. Ja, klar gibt es hier noch Hinweise. Wir müssen irgendwas noch machen. Einen letzten Hinweis finden. Der letzte Hinweis muss von ihr kommen. Und wir probieren es einfach nochmal aus. Mein Tod. Patronenhülsen. Meine Waffe. Glockenmörder. Mordwaffen. Zigarette. Ich probiere es mit der Zigarette. Auf jeden Fall muss das bleiben. Eine letzte richtige Zigarette. Gut, dann kann ich endlich sagen, ich habe aufgehört oder so ähnlich. Geil. Wieder daneben getippt. Oder? Kacke, was? Mordwaffen. Meine Waffe. Die Zigarette war es auch nicht. Mein Tod. Fuck, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich probiere mal Glockenmörder. Wenn ich es nicht schaffe. Glockenmörder. Ich will Glockenmörder aus. Ja, Glockenmörder ist richtig. Und jetzt haben wir die Ermittlung erfolgreich abgeschlossen. Coole Sache. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem?
Jetzt muss ich eine Spur hier finden. In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Im Film? Nein, und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Wer ist denn das denn? Die ist auf einmal weg. Ach ne, da ist sie. Entschuldigung, muss ich jedes Mal, wenn ich irgendwo rein will, darauf warten, dass jemand eine Tür öffnet? Ja, es kann etwas schwierig sein, in geweihte Gebäude zu gelangen. Aber wenn du einmal drin bist, läuft alles glatt. Das gleiche gilt fürs Verlassen. Offene Türen, Fenster, ganz egal. Alles ist erlaubt. Für wie viele Gebäude gilt das? Hier? Für so gut wie alle. Keine Sorge, du gewinnst dich dran. Danke. Ah, okay. Wir können jetzt dann hineinfolgen. Wohnung betreten. Wir betreten auf jeden Fall die Wohnung. Hallo, mein Freund. Ganz locker lässt sich rein. 10-4. Alter, was ist das? Alter. Was war das? What the fuck? Scheiße, Mann. Da stand... Du bist nur... Oh. Ich hab was gehört. Kein Problem. Wir sind ja Freunde jetzt. Gut, jetzt müssen wir in die Wohnung hoch. Ist aber bestimmt so ein Schattenmonster oder irgendwie sowas. Laundry. Das Spiel hat irgendwie richtig einen Charme. Poolroom. Das sind ganz viele Leute durchgegangen. Schade, wir könnten Pool spielen, können wir aber nicht. Enthüllen. Fallakten. Es gibt in Salem viele Arten an Objekten zu entdecken. Achte auf deine Umgebung, während du sie erkundest. Selbst das einfachste Papier kann Geheimnisse zur Stadt und den Menschen, die hier leben, enthüllen. Okay. Da können wir nicht raus. Ich mach's einfach mal so, dass ich durch die Türen gehe, dann kann ich mich besser orientieren. Hier ist der Waschraum. Der Waschraum, die Laundry. Oh, da wäscht jemand, das ist ja cool. Noch 5 mehr zum Aufdecken der Geschichte. Ach, das sind solche kleinen Easter Eggs. Also nicht, also solche Ergänzungsgeschichten, die optional sind. Ich bin so verwirrt. Wenn ich ihn finde, dann weiß ich, was passiert ist. Ich habe überall nachgesehen. Warum haben sie mir das angetan? Was, wenn ich ihn nie finde? Wenn ich wüsste, wer es war, wüsste ich vielleicht, wo ich suchen muss. Von was redest du, Mädchen? Hilf mir. Du wirkst verloren. Was verloren ist, ist mein Körper. Ich weiß, ich wurde hier ermordet. Und ich weiß, es klingt verrückt. Aber ich würde mich wesentlich besser fühlen, wenn ich wüsste, wo meine Leiche ist. Sind Sie ein Detective oder so? Sie sind vielleicht meine einzige Hoffnung. Ja, ich bin Detective. Eine Ahnung, wer es getan hat? Das könnte uns zu deiner Leiche führen. Ich weiß, dass es alte Leute waren. Und dass sie in diesem Mietshaus wohnten. Abgesehen davon ist alles verschwommen. Ich habe zu der Zeit viele Drogen genommen. Mhm. Da ist es, Drogen. Du brauchst wirklich einen Detective. Ich werde sehen, was ich von den älteren Hausbewohnern erfahren kann. Ein mysteriöser Mord. Der ist so mysteriös, dass ich nicht weiß, wer der Mörder ist. Wirklich, dass sie etwas finden. Kein Problem. So, wir können jetzt hier durch. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören. Das hoffe ich doch.